Vor fast genau einem Jahr ist die Bismarckstraße von der 50er zur 40er Zone geworden. Der Grund dafür war der Lärmschutz. Diese Entscheidung kam nicht etwa von der Stadt Mönchengladbach selbst, sondern war eine Vorgabe der Europäischen Union und der Bundesregierung. Wenn dort Grenzwerte überschritten sind, sind wir gesetzlich verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen zum Schutz der Anwohner. Das Aufstellen dieser Schilder war die einfachste und günstigste Methode. Andere Alternativen sind zum Beispiel der sogenannte Flüsterasphalt oder etwa Scheiben mit besonders hohem Schallschutz. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist natürlich eine Geschichte, die man dann relativ kurzfristig und im Vergleich zu anderen Maßnahmen auch für kleines Geld machen kann. Es macht aber gerade in der finanziellen Lage der Stadt und weil wir mit Steuergeldern umgehen, auch keinen Sinn, einen Flüsterasphalt zu verlegen in einer Straße, wo die Decke noch in Ordnung ist. Für alle, die hier nur mal kurz durchfahren oder die Bismarckstraße beim Shoppingtrip überqueren, ist der Lärmpegel vielleicht halb so schlimm. Wenn man hier aber seinen ganzen Tag verbringt, sieht die Sache schon anders aus. Für ausnahmslos alle befragten Ladeninhaber ist die Sache ganz klar. Da hat sich eigentlich gar nichts geändert, weil die Leute rasen immer noch. Und Mittagszeit oder gegen Abend ist das so schlimm, dass wir manchmal auch wirklich die Türen zumachen müssen. Nee, meiner Erfahrung nach hat sich nichts verändert. Es ist immer noch gleich laut. Manche Autofahrer halten sich nicht daran, fahren mit 70, 80 chaotisch durch diese Straße. Nein, die Lautstärke ist immer noch genauso wie vorher. Wir müssen mal schauen, was sich mit dem Mildton ergibt. Jetzt sind ja ein paar Ferien, aber ich denke, dass das nicht besser wird mit der Tempo-40-Zone. Es wird hier im Endeffekt genauso schnell und so laut gefahren wie sonst auch. Mit einem Höchstwert von knapp 90 Dezibel ist die Bismarckstraße an einem Vormittag in den Sommerferien lauter als ein Presslufthammer. Der Durchschnittslärm von Verkehr beträgt 75 Dezibel. Die Bismarckstraße liegt deutlich drüber, trotz 40er-Zone.